Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute geht es um das neue Microsoft Feature, relativ neu, und zwar das Linux Subsystem in Windows 10, das es seit dem Build 1431.6 gibt. Ja, ihr könnt euch eure aktuelle Version hier anzeigen lassen unter Windows Einstellungen System Info. Genau, das ist das hier, Betriebssystem Build. Ich bin jetzt hier bei 1439.3 sowieso. Ja, einmal das. Und die zweite Voraussetzung ist, wir müssen hier nochmal unter Windows-Einstellungen, Update und Sicherheit unter den Menüpunkt hier für Entwickler einfach markieren. Und hier auf der rechten Seite müssen wir hier den Entwicklermodus aktiviert haben bzw. aktivieren. Ja, wenn das alles der Fall ist, müssen wir hier nur noch unter Windows Features aktivieren oder deaktivieren. Einmal aufrufen hier das Fenster und hier haben wir nochmal hier Windows Subsystem für Linux. Aktuell noch in ja, Beta-Version. Hier müssen wir dann natürlich den Haken davor setzen. Ja, und dann mit OK bestätigen. Das dauert dann ein paar Sekunden, bis es aktiviert ist. Wir müssen dann den Rechner einmal, also Windows einmal komplett neu starten, damit die Einstellungen hier ja richtig übernommen werden. Und nachdem der Rechner wieder neu gestartet ist, rufen wir uns einfach eine PowerShell hier, Windows PowerShell auf. Ja. Und hier geben wir einfach Bash ein und Enter. Jetzt müssen wir nochmal bestätigen, ja, mit einem Ja. Wer möchte, kann sich hier nochmal die ja, Lizenzbestimmungen hier anschauen. Das sind einfach die Ubuntu-Bestimmungen hier, Lizenzbestimmungen. Hier steht nochmal Ubuntu unter Windows, wird installiert. Und zwar, das wird jetzt erst hier aus dem App Store heruntergeladen. Das dauert ein paar Sekunden, je nachdem. Dann wird es auch schon ja, automatisch installiert. Und dann haben wir sozusagen ein ja, Linux-Subsystem Windows 10. Das heißt, wir haben eine Shell. Eine Bash. Da können wir einfach ja, Programme ausführen, die nur unter Unix laufen normalerweise. Ja, also die sogenannten ja, 11 Linux-Binaries. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das jetzt hier eingerichtet wird. Ich mache mal vielleicht kurz Pause. Okay, das hat jetzt so um die eine Minute gedauert jetzt hier bei mir. Jetzt, wenn das durch ist, dann werden wir direkt aufgefordert, hier ein Benutzername, damit unsere, ja, da wird jetzt ein User angelegt unter Unix hier sozusagen. Ich mache mal Bock, jetzt müssen wir ein Passwort vergeben noch und dann nochmal bestätigen. Genau, und schon haben wir jetzt hier eine ja, Unix-Umgebung. Ich gehe jetzt hier nochmal raus und wenn wir jetzt hier unter unserem Startmenü nachschauen, dann haben wir hier, genau, Bash on Ubuntu on Windows. Das können wir dann einfach starten hier und schon sind wir jetzt hier in einer ja, Unix-Umgebung und können mit dem gewohnten Unix, Linux Befehle arbeiten. Hier, das ist Ubuntu, das basiert auf Debian hier, dieser Distribution. Ich gucke noch mal ganz kurz die Paketenverwaltung hier, Aptitude, apt-get. Ich mache mal einmal die ein Update. Ne, wie war das jetzt? Apt-get. Update einmal
Ach, nicht, ne, der braucht mit Sudo natürlich. Braucht Root-Rechte. Und also das bedeutet, wir können jetzt einfach Programme installieren, deinstallieren hier. Einfach über Aptitude hier. Das ist die Paketverwaltung hier, wie gesagt, von Debian. Ich gucke mal ganz kurz. Apache, genau. Wir können jetzt hier ein einfaches Beispiel hier, was man zum Beispiel machen kann. Wir installieren jetzt einfach einen Apache-Server. Schnell. Apache 2. Zack. Nochmal bestätigen. Jetzt ja, wird das heruntergeladen und installiert. Zack. Dauert einen kleinen Moment. Und wenn das alles funktioniert, hoffentlich, dann können wir hier einfach einen Apache-Server laufen lassen auf unserer Windows-Rechner sozusagen. Guck mal, ob das funktioniert. Ich denke, das sieht gut aus hier. Okay. So, ich guck mal ganz kurz Apache 2. Nee. Ja, kann man. Status. Nee. Ich guck mal ganz kurz Apache. Status. Okay, ja, can't load. Okay. Achso, das ist jetzt einfach. Können jetzt, beziehungsweise wir können uns jetzt einfach einen Browser hier aufrufen und einfach localhost eingeben. Und wir sehen, dass Apache nicht läuft. Versuchen nochmal mit Apache 2 Start. Okay, valid Argument failed to enable. Okay, das ist jetzt aber nur irgendwie ein Modul hier, was nicht geladen werden konnte. Genau, und schon haben wir hier eine, ja, die Seite hier von Apache 2 Ubuntu Default Page. Das bedeutet, dass es funktioniert hat. Ja, genau, hier können wir noch mal, ja, beziehungsweise, ja, das war's eigentlich auch schon alles. Ich hoffe, dass es für euch ja, interessant war und beziehungsweise hilfreich. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen oder ein Like oder Abo, freue ich mich natürlich auch. Beziehungsweise, was mir gerade noch einfällt, vielleicht, ich gehe hier nochmal ganz kurz raus und zeige ich euch nochmal, wenn ihr das wieder loswerden wollt, wie das geht. Einfach deinstallieren. Da müsst ihr euch hier hier die Eingabeaufforderung, einfach die Windows-Kommandoline hier aufrufen und dann mit elexran an install vielleicht full eingeben und Enter. Genau, und schon können wir dann nochmal bestätigen und dann wird die Ubuntu-Umgebung hier deinstalliert, wenn wir jetzt nochmal ja komplett deaktivieren können. Ich guck mal, ist noch da. Dann können wir dann nochmal hier über die Windows Features hier dann den Haken rausnehmen hier und schon ist das wieder komplett deaktiviert. Jo, das war's schon. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und dann, ja, das sieht es dann sieht es dann so aus hier, Conboot, aktuelle Version, sehen wir hier 2.4. Das Programm wird ganz kurz geladen, ja, das wird in den Hauptspeicher geladen und